Am 31. Januar haben wir mit 8000 Leuten für gleiche Rechte für alle in Hamburg lebenden Menschen demonstriert. Wir forderten das Recht auf würdiges Wohnen, auf soziale Rechte wie Gesundheitsversorgung und das Recht zu bleiben. Für uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter stand und steht besonders die Forderung nach Arbeitserlaubnissen im Vordergrund. Arbeitserlaubnisse für alle, die hier leben. Denn wir wissen, wenn Lohnabhängigen ein legaler Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt wird, dann werden diese Menschen in entrechtete Arbeitsverhältnisse gezwungen. So wie unsere Kollegen und Kolleginnen von Lampedusa in Hamburg, seit 2 Jahren Teil dieser Stadt. Geflohen vorm Krieg, anerkannt als Flüchtlinge in Italien, wo sie arbeiten dürften, aber keine Arbeit finden. Wir wollen verhindern, dass unsere Kollegen in illegalisierte Arbeitsverhältnisse gezwungen werden. Gezwungen, zu jedem Lohn und zu jeder Bedingung zu arbeiten. Gezwungen, gegen ihren Willen den Mindestlohn zu unterlaufen und erkämpfte Arbeitsstandards zu gefährden. Unternehmen, die diese Lage ausnutzen und solche Jobs anbieten, gibt es zuhauf in dieser Stadt, wie überall hier im Land. Wir wissen, verhindern können wir das nur durch Arbeitserlaubnisse für alle, die hier leben. Dafür kämpfen wir gemeinsam. Wir sagen, gute Gewerkschaft heißt organisieren ohne Pass im Kopf. Wenn wir uns anhand von irgendwelchen Papieren spalten lassen, haben wir schon verloren. Nur gemeinsam sind wir stark. United, we stand.